Willkommen zum Car Mechanic Simulator 2014. Hier ist wieder Fabi von Mr. Veggie LP. Und ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt das normale Car Mechanic Simulator inzwischen durchgespielt, aber jetzt kam vor einigen Tagen das 4x4 Add-on. Ihr seht hier, ich habe es schon mal einmal testweise gestartet gehabt, um zu sehen, was uns hier erwarten könnte. Und bin hier im ersten Auftrag schon gelandet. Das heißt, es gibt hier 19 neue Aufträge. Hier seht ihr ja, das ist mein Let's Play-Spielstand. Also da war die Karriere abgeschlossen. Es wird wohl anscheinend auch mal noch ein Turbo-Add-on geben, das ich aber irgendwie noch nicht starten kann. Oder ja, vielleicht kommt das mal noch. Keine Ahnung, auf jeden Fall dieses 4x4 Add-on ist für alle kostenlos, die Car Mechanic Simulator 2014 hatten. Ist also ein kostenloses DLC, das sich einfach über Steam mit installiert. Und ja, hier wären wir ja. Wir haben hier so einen Nachbau eines Jeep Wrangler. Und ich hatte das ja schon mal gestartet, deswegen sehen wir den Auftrag nicht. Den blende ich jetzt nochmal ein. Unser Auftrag ist einfach, neue Räder anzubauen. Und ja, da sie alle am Ende sind. Ich habe hier auch schon mal ein paar Untersuchungen gemacht. Also ihr seht es hier, 23. Oh Gott, die Werkzeuge sind aber wieder nicht abgelevelt. Das ist ja schlimm. Und es gibt nicht mal einen Wagenheber, sondern da werden einfach irgendwelche Klötze in das Fahrzeug gelegt. Das ist ja mal geil. Das ist geil. Das sieht so richtig aus wie Hinterhofwerkstatt. Wir haben keinen Wagenheber. Wir legen irgendwelche Klötze in das Auto, um es hochzubocken. Das ist ja schlimm, wenn das so langsam geht. Ich brauche schnellere Werkzeuge. Hoffentlich wurde das mit angepasst, weil bei den 19 Aufträgen kann man ja nicht so viel Geld verdienen, dass man hier jetzt groß leveln könnte. Denn ihr habt ja gesehen in meiner Hauptkampagne, wie viel das Leveling in dem Spiel kostet. Da braucht man schon ein paar Aufträge dafür. So, wir gehen hier mal zu unserem Computer. Wir sind hier aber gleich in der größten Werkstatt. Learning Books. Die sind, glaube ich, immer noch genauso teuer. Das ist ja Kacke. Gut, aber wir brauchen jetzt hier. Es kamen einige neue Teile dazu hier mit dem Add-on. Und wir brauchen jetzt hier viermal das Rad. So. Das heißt, $700 bleiben uns übrig. Außer wir verkaufen natürlich noch die hier. Okay, da gibt es nochmal ein bisschen Geld dafür. Das heißt, uns bleibt da noch ein bisschen mehr übrig. Aber ich finde, das sieht richtig geil aus hier mit den Klötzen da zum Aufbocken. Und hier auch die Achsdifferenziale und so, die Stabilisatoren, das ist alles mehr oder weniger neu. Zumindest vom 3D-Modell her. Mann, irgendwie ist das schlimm mit dem langsamen Schrauber. Da wird man ja blöde hier beim Festziehen der Räder. Ich mach das jetzt einfach mal falsch. Denn da geht's mal ein bisschen schneller.
Damit hätten wir alle Räder ausgetauscht und haben damit erfüllt, was der Typ wollte. Gut. Dann können wir ja mit dem nächsten Auftrag weitermachen. Mein ganzer Motor muss überprüft werden. Ja, okay. Hä? Was hat das jetzt noch mit 4x4 Add-on zu tun? Außerdem steht hier wieder Order 1. Das ist doch hier kein 4x4, oder? Das ist doch ein ganz normaler Golf. Wie er aus dem Grundspiel ist. Oh, ich kann da nichts irgendwie von einem Allrad erkennen. Moment, Leute, da muss ich mal gucken. Dann machen wir Save and Exit to Menu. Also, jetzt sind wir gleich mal wieder ganz draußen. Das ist natürlich auch toll. Das wäre jetzt richtig bescheuert, wenn wir das jedes Mal so starten müssten, damit wir die nächste Mission kriegen. Oder aber es ist wirklich die nächste Mission. Aber dann verstehe ich echt nicht den Sinn, warum das dann hier das 4x4 Add-on ist. Wenn man hier irgendwelche Golfs repariert. Gut, wir machen es jetzt einfach mal der. Um einfach zu sehen, was dann hinterher kommt. Aber das finde ich ein bisschen blöd, jetzt ganz ehrlich, dass man jetzt hier Standardfahrzeuge repariert. Ich dachte eigentlich, jetzt wird es hier irgendwie nur um 4x4 gehen. Okay, an dem Fahrzeug ist einiges im Argen. Wir fangen mal hier an. Jetzt werden auch irgendwie die Teile nicht mehr angezeigt beim Abnehmen. Das ist ja auch lustig. Das heißt, man ist jetzt eigentlich hier auf dieses Tool angewiesen, um zu sehen, okay, wir müssen das hier doch abbauen. Die Wasserpumpe. Und die Lichtmaschine ist auch hin. Hier ist einiges hin an dem Fahrzeug, würde ich sagen. Zwei Zündkerzen. Dann das Steuergerät für die Zündung. Dann hat es hier auch den Luftmengenregler erwischt. Da ist ja wirklich einiges im Argen hier. Der Luftfilter auch. So, na, was müssen wir denn jetzt noch gucken? Ich habe jetzt schon ziemlich alles ausgebaut aus der Kiste. Der Anlasser ist in Ordnung. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, noch das ganze Getriebe auszubauen. Deswegen gucken wir nochmal, was dann hinten so abgeht. Nee, Moment, ich muss nochmal auch den hier prüfen. Der sieht aber noch gut aus. Also was haben wir denn? Die Riemen waren in Ordnung. Ich
brauche das Einspritzmodul oder Zündmodul brauche ich neu. Den Schlauch brauche ich neu. Also gut, wir gucken erstmal, was ich reparieren kann. Ist vielleicht einfacher. Das ist einmal der Luftmengenregler, die Lichtmaschine und die Wasserpumpe. Gut. Dann fehlt jetzt noch zwei Zündkerzen, der Schlauch, der Luftfilter. Jo. Mal gucken. Also der Schlauch hier einmal neu, der Luftfilter einmal neu. Zündkerzen. Genau, das Ignition-Modul. Und wo sind die Zündkerzen? Da. Zwei Stück. Tja. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, hier geht es ein bisschen um 4x4. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier diese 19 Aufträge mal noch durch. Und dann, sobald dann halt irgendwann mal wieder ein neues Add-on kommt, dann werde ich die halt auch wieder spielen. Aber momentan werden wir uns jetzt erstmal auf dieses hier konzentrieren. Ich meine, 19 Aufträge ist jetzt auch nicht allzu viel. Da rechne ich mal so mit höchstens 10 Folgen. Wenn es nicht irgendwelche Komplikationen gibt. Okay. Also eigentlich sollte ich jetzt an dem Fahrzeug alles repariert haben. Sieht gut aus. K ist incomplete. Was habe ich denn vergessen einzubauen? Ups. Habe ich vergessen, den Tensioner wieder reinzusetzen? Ja. Ups. Entschuldigung. Ein Teil. Das geht mir aber auch in echt immer so. Wenn ich irgendwas zerlege und wieder zusammenbaue, hinterher fehlt immer ein Teil, das übrig bleibt. Anscheinend ist das so ein ungeschriebenes Gesetz. Zumindest bei mir. Ein Teil bleibt immer übrig. Ah ja, gut. Ersetze den verrosteten Antrieb. Okay, wir sollen ihm also mal das Fahrwerk ersetzen hier bei dem Teil. Da das verrostet ist. Da gucken wir mal drunter. Und ja, das sieht irgendwie böse aus. Sieht irgendwie ganz böse aus, kann das sein? Ha, jetzt geht's natürlich los. Wie komme ich daran? Das ist natürlich ein neues Konzept hier mit dem Allrad. Das ist nicht mehr so wie bisher. Ist auch nicht zu vergleichen mit dem GLK, den es bislang gab. Ich denke, ich muss erstmal die Räder abmachen. Dann muss ich wahrscheinlich auch die Bremsen abbauen. Die sehen auch nicht mehr toll aus. Ich baue jetzt einfach mal alles ab hier. Wir lassen uns dann mal überraschen.
Weil ich denke, wir machen hier an der Stelle in der nächsten Folge weiter und gucken uns hier die ganze Geschichte mal an. Ich bedanke mich wohl fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Car Mechanic Simulator 2014 4x4 Add-on. Und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.